Wir haben hier grobes Holzmaterial. Das haben wir gesammelt. Und jetzt werfen wir das, haben wir den Kontiki ein bisschen präpariert und werden mit der Schaufel das Holz in die Kontikis werfen. So, mit den Rohren behalten wir uns einen Kanal offen nach unten, damit wir anzünden können. So, wir haben den Kontiki nun gefüllt. Wir haben Kanäle offen gelassen, damit wir anzünden können. So, einen Kanal haben wir hier bei der Treppe gemacht und werden jetzt den Kontiki anzünden. Kurzer Rauchentwicklung nimmt jetzt langsam die Flamme überhand. Ist halt wirklich, weil das Holz noch nass war, oder? Man sieht es hier sehr schön, wie das Holz noch richtig ausdampft und dadurch halt diese extreme Rauchentwicklung. Hier in der Mitte sieht man schön, wie das Wasser austritt, weil das Holz einfach wirklich noch nass ist. Und darum haben wir Rauch. Aber trotzdem, die Flammen nehmen langsam überhand. So haben wir langsam jetzt einen Übergang von Rauch zu Flamme. Und so kann jetzt der Kontiki vor sich hin brennen. Temperatur ist schon jetzt gewaltig. Nun auch fast keine Rauchentwicklung mehr. Wird jetzt immer weniger und geht immer mehr zur Flamme über. Es hat noch einzelne Stellen, die noch nicht brennen. Die dampfen jetzt und rauchen jetzt noch. So, keine 2 Minuten später. Wir haben keinen Rauch mehr. Dafür Riesenhitze und Flamme. Es brennt noch nicht alles. Wird aber immer mehr. Und so lassen wir das jetzt vor sich hin brennen. Nochmal 2 Minuten später, wir haben deutliche Flammen, sehr heiß. Weiterhin noch nicht alles im Brand, weiterhin noch am Start. Aber schon sehr heiß, sehr hohe Flammen und keinerlei Rauch. So. Nun ist bereits viel abgebrannt, große Stücke sind immer noch da, Hitze ist immer noch enorm, Flamme ist nicht mehr so groß, aber eben keinerlei Rauch und das über die ganze Zeit. Wir sind jetzt etwa eine gute Stunde, sind wir jetzt am Feuern und werden bald, sobald die Flammen ein bisschen kleiner sind, das Ganze ablöschen. So, wir haben immer noch extreme Hitze, aber es ist alles soweit bis auf eine kleine Ecke runtergebrannt. Das ist die Ecke, die als letztes entfacht wurde. Und so werden wir jetzt löschen. So, wir haben den Kontiki jetzt leer gemacht. Wir haben eine ganze Schaufel voll Kohle. Und wir haben ein paar wenige Stücke, große Stücke, die unverbrannt geblieben sind. Wir haben circa ein bisschen mehr als zwei Schaufeln Holz reingeworfen und haben nicht ganz eine Schaufel Kohle rausgeholt. So sieht unsere Kohle aus.
sehr grob. Da natürlich auch von grobem Holz, oder? Aber schön verkohlt. Schön verkohlt. Schön porös. Schöne Struktur. Wunderbar. Und hart.